Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV natürlich mal wieder und ja, 0:4 verloren unter SK Sturm zu Hause gegen den WAC. Also eine ordentliche Packung am Ende gegen die Lavantaler. Keiner hat damit, glaube ich, gerechnet, also dass man da so untergeht hier vor heimischer Kulisse. Ist schon traurig. Ja, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Der erste Durchgang natürlich komplett unglücklich auch gelaufen zum Teil. Und ja, trotzdem hätte man sich, glaube ich, nicht so abschießen lassen müssen. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Auf jeden Fall fassen wir das Spiel möglichst kurz zusammen, denn es war nicht wirklich sehenswert größtenteils. In der ersten Halbzeit Sturm gut begonnen. Die ersten 10 Minuten, die waren okay. Man hat gedrückt, man hat gepresst, man hat den WAC schon ein bisschen in die eigene Hälfte rein drücken probiert, hat aber eben keine konkrete Torschance dabei rausgebracht oder zusammengebracht. Okay, danach ja, das Spiel ein bisschen ausgeglichener geworden. Der erste Abschluss für Sturm trotzdem, der erste aufs Tor richtig von Otakitai. Willi, der Doppelpass mit Balay eben in Minute 15 und dann so ein paar Minuten später, ich glaube um die 20. herum, Eckball für den WAC. Der Ball wird von Siebenhandl nur kurz abgewehrt, ein Gestochere und dann ist es Novak, der ehemalige Mattersburger und ja, der Verteidiger beim WAC, der eben das 1:0 für die Wolfsberger aus dem Nichts erzielt. Erster Schuss, erstes Tor. Danach, okay, hat sich Sturm jetzt trotzdem nicht besser oder schlechter präsentiert als vorher. Das ganze Jahr war dann trotzdem zu ungefährlich vorne. Also eigentlich eine ausgeglichene Partie bis dahin weiterhin. Und dann so gute 10 Minuten nach dem ersten Treffer fällt dann auch schon das zweite. Besonders bitter, da der Torschütze Romano Schmidt heißt. Da klingelt es beim einen oder anderen im Hinterkopf noch. Ja, das ist ja unser verlorenes Talent, kann man sagen. Der hat das ganz gut gemacht, bekommt den Ball über den Flügel schön zugespielt, macht dann einen Haken, eine gekonnte Finte, lässt seinen Gegenspieler aus. Und dann trifft er, glaube ich, beim kurzen Eck zum 2:0 für Wolfsberg. Also das war natürlich dann schon die kalte Dusche für unsere Jungs. Und es wurde leider dann auch nicht besser, obwohl Sturm schon probiert hat, sich zurückzukämpfen. Man hatte durchaus Möglichkeiten im ersten Durchgang. Despotov mit zwei Abschlüssen, einer per Freistoß, der ein bisschen gefährlicher war. Und ja, da gab es dann noch einen Abschluss auf jeden Fall, der mir gerade entfallen ist. Auf jeden Fall kassiert man dann knapp vor der Pause auch noch das 0:3. Ja, Seitenverlagerung, Flanke in unser 16er und dann mit dem Kopf ja, fällt das 0:3. Der Torschütze an der Stelle war, glaube ich, Weißmann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, ja, 3:0 WAC. Richtig, richtig bitter das Ganze und klar kann man sich vorstellen, mit so einem Pausenstand ist es dann auch unsere Jungs natürlich auch relativ offen gewesen, weil man die Räume auch geben musste und ja, der WRC hat auch den ersten Abschluss im zweiten Durchgang gehabt durch Weißmann, ja, ein bisschen später dann auch noch Lindl mit einer Chance und ansonsten ist auch nicht viel passiert, der WRC hat das relativ souverän kontrolliert, das Ganze von unserem Blackies, ja, kam offensiv kaum wirklich was. Und ja, so ist es dann dahin gedümpelt. Man hat dann in der 70. Minute auch noch den vierten Treffer kassiert. Auch ja, sehr unglücklich. Man musste auch den Schiri ein bisschen erwähnen, der auf jeden Fall ja nicht unbedingt jetzt für uns gepfiffen hat. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Soll aber natürlich nicht als Ausrede da gelten. Auf jeden Fall, ja, Ball in unseren 16er beim Abspiel. Für mich, aus meiner Perspektive, klares Abseits. Der Ball wird auf jeden Fall dann vom Wolfsberger nochmal reingebracht in den 16er. Siebenhandl kann den ersten abwehren. Bleibt aber wieder, ja, unglücklich bei seinem Abwehrversuch. Der Ball wird nochmal ja, rausgestochert und dann irgendwie per Abstauber geht er dann halt rein. 0:4, ich glaube, Wernitznik der Torschütze und das war eigentlich auch der Deckel drauf. Sturm in der Schlussphase mit einer Möglichkeit durch Husbeck, die noch halbwegs vernünftig war. Und ja, ansonsten war es das dann auch. Also heute bitter, man war leider unterm Strich wirklich auch chancenlos im zweiten Durchgang. Klar, maximal unglücklich, aber ich glaube, ja, so wahnsinnig viel gibt es dazu dann gar nicht mehr zu sagen. Jetzt heißt natürlich Mund abwischen, das Spiel abhaken und sich auf die nächsten kommenden Aufgaben zu konzentrieren. Und dann werden wir ja wissen, wie dieses 0:4 heute wirklich einzuschätzen ist. Von dem her, ja, war es das dann auch schon wieder von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Das kann noch besser werden. So ist es. Genau. Und aber schlecht, Richter. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.